Was machen alle Leute hier? Ich hab dich doch gesagt, Lehrling, ne? Ich hab dich doch gesagt, nur die Leute oben ob die Mappe zur Ränge reinlassen, ne? Nee, nee, nee. Entschuldigung, muss da mal durch. Das tut mir jetzt leid für Sie, ne? Aber wir müssen den Saal hier unten quasi noch mal räumen, ne? Chef, ich glaube, die wollen nicht schon wieder gehen. Ja, ich meine, ich bin Profi, ne? Ich wüsste schon eine Lösung, ne? Er müsste quasi eine Sicherheitsbeauftragte bestimmen, der das Risikomanagement übernimmt, ne? Gut, Du lecker Mädchen, siehst aus, als wenn du das Risiko liebst. Ich spüre Begeisterung. Hör mal, lecker Mädchen, wie heißt denn du? Ed Steffi. Steffi, stimme auf für uns. Unsere neue Sicherheitsbeauftragte, die Steffi. Hä? Super Sache. Darfst du wieder Platz nehmen, Steffi. Ne? Ja. Hör mal, Thomas. Siehst du nicht, dass ich am Flüchten bin? Du kannst anfangen, mein Jung, auf dafür, Junge. Also, Steffen, wenn jetzt Risiko in Verzug ist, ne, dann sagst du mir Bescheid. Ich habe alles im Griff. Ne. Und zwischen uns, ne, das hast du gemerkt, das hat gefunkt. Ne. Ich bin ja Single. So, Thomas, was machst du denn da? Kürzt du wohl rauf? Du wirst doch wohl nicht meinen, dass du einen solch schwierigen Eingriff alleine durchführen kannst, ne? Aber da musst du den Meister mal ranlassen, ne? So. Was haben wir denn jetzt auch da? Oh, Chef, ich hätte Ihnen meine Taschenlampe. Dann sehen Sie vielleicht eher. Thomas, jetzt hör mich bloß auf mit deinem neumodischen Spielzeugplunder. Ne? Mit so einem Behelf, da verlierst du nur den Blick für das Wesentliche. Also, Chef, ich will Ihnen ja nicht zu nahe, aber in der Berufsschule haben wir gelernt, dass man so ein 32er Quadratkabel in grün-gelb. Wie dieses und das, was sie gerade in der Hand hat, das sollte man niemals. Berufsschule, wenn ich das schon höre. Ne? Mir Jung, merkt dich da. Was hier zählt, das ist jahrelange Erfahrung und Instinkt. Ne? Brauche ich keine Theorie, um zu wissen, dass ich das Kabel hier mit dem Kabel hier verbinde. Oh. Jetzt vielleicht doch die Taschenlampe. Thomas, du notierst. Reparatur irreparabel zu reparieren. Ne? Soll sich der andere den Finger dran verbrennen. Wir müssen jetzt sowieso weiter, du weißt. Ach so, ja. Der Sicherheitscheck. Ja. Steffi, lecker Mensch. Sehr verehrte Damen und Herren, mein Name ist Dietmar Borschert, stellvertretender technischer Leiter vom städtisch-technischen Bauhof. Und neben mir steht der Thomas. Der Thomas. Krabowski? Na, sag ich doch die ganze Zeit. Wir wurden vom Veranstalter gebeten, mit Ihnen einen Sicherheitscheck durchzuführen. Es ist jetzt davon auszugehen, dass es aufgrund gewisser romantischer Szenen zu plötzlichen Gefühlsausbrüchen im Publikumsbereich mit Tränenentwicklung kommen kann. Um jetzt einer Überflutung der vorderen, tiefer gelegenen Sitzreihen vorzubeugen, möchten wir Sie bitten, zu überprüfen, ob Sie Ihre neuen Taschentücher griffbereit haben. Wenn ja,
Dann sind Sie bestens vorbereitet für das Musical Lichterloh.